Ja, hi Leute, also heute zeige ich euch, wie Trackmania Nations Forever auf dem iMac 21,5 Zoll und 2,5 GHz läuft. Zuerst mal habe ich es mit Fraps aufgenommen, deshalb sind ein paar kleine Lags entstanden. Sonst läuft es eigentlich tadellos und falls ihr euch wundert, wieso dort oben Wondershare steht, ich habe es mit Fraps aufgenommen und ja, das Format war AVI, aber der Mac, also OS X, liest ja kein AVI-Format und ja, da muss ich nochmal konvertieren. Und da meine Stimme nicht aufgenommen wurde, muss ich jetzt die Stimme nochmal selbst nachsprechen. Gehen wir zuerst mal in den Singleplayer und wählen eine Map aus. Gehen, ja, starten. Und ich nehme jetzt, ja, auf maximaler Grafik auf. Alles ist auf maximal, außer Schatten. Den habe ich auch hochgestellt, weil wenn er auf komplex ist, ich weiß nicht, dann sehe ich einfach keinen Unterschied und es laggt einfach nur mehr. Dann habe ich Bloom Erzwingen und Umgebungsschärfe ausgemacht, weil es mich einfach stört. Und ja, normalerweise habe ich den Schatten eigentlich auch immer aus. Und es läuft mit, ja, 60 Frames im Singleplayer-Modus und zum Multiplayer-Modus kommen wir noch dazu. Also, ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich sagen soll, weil ich jetzt alles wieder nachspreche. Ja, mal so. Also, es läuft ruckelfrei, sage ich euch schon mal. Ah, ja, genau, jetzt gehe ich in den Online-Modus. Ich suche irgendeine Map aus, die aber glaube ich nicht gehen wird. Ah, genau, das Spiel ist jetzt gleich vorbei. Moment. Und dann öffnet sich. Da muss eher gesagt noch eine Map geladen werden. Ja. Da hatte ich recht. Ich hoffe mal, dass das Video nicht zu langweilig für euch wird, weil sonst wäre es scheiße. Aufnahme, Aufnahme, Aufnahme. Naja, kommt, die Hälfte habt ihr schon durch. Ah, okay, jetzt lädt genau die nächste Map und dann sage ich noch was zum Multiplayer. Es lädt. Aber es lädt eigentlich immer so, also bei allen PCs würde ich sagen. Und wie ihr seht, es laggt schon sehr, also okay, nicht sehr, aber wie gesagt, es liegt an Fraps. Ich habe damit, ich glaube, 40 oder 50 Frames gespielt und ja, war eigentlich ganz okay. Also die Map ist auch etwas groß und ihr könnt auch die Taste O drücken, dass die Gegner nicht mehr angezeigt werden, was ich zumindest immer mache, weil die mich einfach ablenken. Dann könnt ihr eigentlich in den Einstellungen, dass es, ich sag's mal, noch flüssiger läuft, obwohl es schon flüssig genug läuft, den Schatten einfach ausmachen, weil, ich weiß nicht, den braucht eigentlich keiner. Also, da hat man nicht gerade irgendwie einen Vorteil davon. Und jetzt gehe ich gerade auf eine kleinere Map. Um, ja, um zu zeigen, wie es auf der kleineren Map lag, sage ich mal, also wo weniger Leute sind. Ich wähle sie aus, ich klicke auf Beitreten und es lädt. Ja, wie ihr es gesehen habt, hat es diesmal viel schneller geladen, aber liegt auch dran, dass die Map nicht mehr geladen werden müsste. Also, wie ihr seht, laggt es gerade wieder. Also, dass man echt nicht fahren kann. Aber wie gesagt, es liegt nur an Fraps. Sonst läuft das Spiel echt ruckelfrei. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr sogar Bewegungsschärfe und Bloom Erzwingen anmachen. Und danach läuft es immer noch ruckelfrei unter Windows. Und ja, das Video nähert sich auch schon dem Ende. Und wie lange denn noch? Noch 10, 15 Sekunden, glaube ich. Ja, ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat und ihr einen kleinen Einblick bekommen habt. Und ja, ich sag dann mal ciao. I get a good feeling, yeah.